76 Mal ich sagen und nie ganz sicher sein, wen ich meine. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde und ich weiß auch nicht, wer mir das Leben geschenkt hat. Ich habe immer wieder gehört, du wurdest in einer Pappschachtel gefunden, in einem Schuhkarton, ungefähr so groß, in Zeitungspapier eingewickelt. Das war am Rathaus in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Ich bin Friedgard und Eberhard Stein. Wir haben schon zwei leibliche Kinder und wir sehen das Elend der Welt. Es ist Heiligabend 1974 und wir lesen in der Zeitung: Osnabrücker Ehepaar adoptierte Kind aus Korea. Wir informieren uns bei Tagesom, einer Partneragentur von Hold International. Wir füllen den Antrag aus. Wir führen Gespräche mit dem Jugendamt und mit Psychologen. Wir werden als geeignet eingestuft. Wir bekommen Nachricht von der Harry Holt Agency. Und ein Foto. Dies ist das älteste Foto, was wir von mir bekommen. Es zeigt den ganzen Körper, damit wir sicher sein können, dass auch alles dran ist. Ich habe von meiner Mutter immer gehört, es gibt zwei Arten von Kindern. Es gibt einmal Kinder, die kommen aus dem Bauch, und es gibt Kinder, die kommen aus dem Flugzeug. Ich selbst bin im Alter von 7 Monaten gelandet. Wir sind ein Familienkörper geworden. Für mein Überleben haben wir von 1977 bis 1995 34.560 Mark ausgegeben. Zusätzlich haben wir pro Jahr ca. 500 Mark extra für Klamotten ausgegeben. Wir haben Reisekosten bezahlt, Fahrtkosten erstattet und Geigenunterricht finanziert. Wir haben ihr Taschengeld ausgezahlt, das ich fast ausschließlich für Schallplatten und CDs ausgegeben habe. Später haben wir mich einen höheren Bildungsweg einschlagen lassen. Wir haben für meine Qualifikationszeit in den USA zusätzliche 13.000 Mark bezahlt. Über 2,5 Jahre haben wir jeden Monat 500 Mark während meines Studiums in London überwiesen. Wir sind immer wieder eingesprungen, wenn ich mich mal wieder in Schwierigkeiten gebracht habe. Wir ziehen die staatliche Unterstützung von der Gesamtsumme ab und bleiben bei 100.000 Mark. Das sind in 25 Jahren pro Jahr 4.000 Mark, im Monat 333 Mark und 33 Pfennig, pro Tag 11 Mark und 11 Pfennig, das wir auf ein gemeinsames Konto überwiesen haben, das hier heute Abend vor euch steht. 625 Mark pro Zentimeter. Ich werfe wenig Rendite ab. Ich kann für 20 Euro kein Kind retten. Und die 100.000 Mark kann ich nicht zurückbezahlen. Du stehst in der Warteschlange zum Shuttlebus in die Stadt. Die Warteschlange spiegelt sich in der Glasscheibe. Normalerweise erkennst du dich in Spiegelbildern sofort wieder, denn normalerweise siehst du deutlich anders aus als alle anderen. Du schaust in die Spiegelung und dann für einen flirrenden Moment findest du dich selbst nicht. Du siehst aus wie alle anderen auch. Für einen langen Augenblick bist du einfach nur eine von vielen. Du siehst aus wie sie. Dann bist du die Nächste in der Schlange. Du sollst deinen Koffer einchecken. Der Busfahrer sagt etwas zu dir. 내리실 때 번호 빼주세요. Nein, das war es nicht. Ich habe den Busfahrer nicht verstanden und auch nie rausgefunden, was er mir sagen wollte. 한국말 못하세요? Nee, das war es auch nicht. 어디서 내리세요? Was heißt das? Wo steigt ihr aus? Das hätte Sinn gemacht im
Kontext der Geschichte, aber der hat das nicht so nett gesagt wie du jetzt. Oddison ist her! Das schon eher. Ich kann in meinem Körper nach meinen Eltern suchen lassen, genau gesagt in meinem Erbgut. Da kann man gucken, wie sich die beiden Genome meiner Eltern zu einem, nämlich meinem, zusammengetan haben durch Verschmelzen, Duplizieren, Abschreiben, neu zusammensetzen und weglassen. Ich kann bei dieser Partnerfirma von Google ein Sample-Kit bestellen. Ich kann $1,000 in einen Versuch investieren. Ich jage Schatten. Ich bin in meiner Familie gelandet. Von einem Tag auf dem anderen war ich plötzlich da. Ich kann gar nicht sagen, ob ich um Hilfe gebeten habe. Ich weiß auch nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht das ganz große